So, Leute, weiter geht es bei Star Wars The Force Unleashed 2. Der Vader-Kampf geht in die zweite Runde und netterweise hat mir ein Zuschauer erzählt, zugeflüstert gehabt, dass Darth Vader tatsächlich zwei Lebensenergiebalken hat und dementsprechend toll! Denn dauert der Kampf auch mal 10 Jahre, aber ist ja nicht schlimm. Vernichtet ihn. Was soll's? Ich mag diese Lichtschwertkombination voll. Die ist richtig hübsch. Aber vielleicht wird sie zum Ende hin schneller. Aber vielleicht geht's zum Ende hin dann ein bisschen schneller ran vonstatten. Weil ich hab keinen Bock jetzt hier gefühlt 3 Folgen lang gegen Darth Vader zu kämpfen. Das ist auch irgendwo. Vor allem wenn der Kampf so lame ist irgendwo. Nutze deinen Hass. Alter, die Viecher sind aber wie Zombies, ne? Die bringen sich hier gegenseitig um. Habe ich euch. Stimmt ja, das bringt nichts. Du bist ein Narr, dich mir allein zu stellen. Diesmal werdet ihr mich töten müssen. Du bist einer von vielen. Du wirst sterben wie der Rest. Da werden wir ja mal sehen, wer hier sterben wird. Starkiller konnte mich nicht töten. Welche Chance hast du dann? Ich habe euch schon einmal besiegt. Ich tue es wieder. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir tatsächlich ein wenig weiter. Egal. Oh, das ist Gott. Als und doch besiegst du mich nicht. Wenn du Jedi spielen willst, meinetwegen. Okay. Gut, jetzt atmet er wieder so. Tötet ihn. Ja, ein bisschen liegen wir, glaube ich, zurück tatsächlich. Ich habe dich erschaffen und jetzt zerstöre ich dich. Oh nice, bin im Boden gepiekst. Meine Güte. Gib mir mal Lichtschwert wieder. Oh, Darth Vader fängt an zu schmeißen. Da fliegen die Teile. Bin ja mal gespannt, ob danach wie viel jetzt noch kommt. Ich weiß gar nicht, ob man hier gegen gegen den Imperator auch noch kämpfen muss irgendwie. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube aber eigentlich nicht, oder? Naja, lass uns aber überraschen, ne? Soll ich rüberkommen? Der dunkle Lord. Dragon Lord. Ihr lügt! Immer in die Maus reindrücken. Ich mag das überhaupt nicht. Also es gibt keinen ungünstigeren Knopf. Meiner Meinung nach also. Bin ich schon echt bedeppert. Ich werde dich ersetzen. Wieder und wieder. Ja. Mach halt. Nur jetzt aber. Da muss man warten, bis er schlägt. Die Frau ist bedeutungslos. Und dann Attacke. Sieh dich um. Du bist ersetzbar. Aber irgendwie
Oh, nice. Ah, das war cool. Oh, das hat Schaden gemacht. Irgendwie mag ich auch die, die Stimme hier in dem Spiel von Darth Vader. Jetzt. Gefällt mir echt sehr gut, doch. Das ist so. Da kommen sie alle rüber. Wie die Geier. Wie die Geier kommen rüber. Direkt mal an Darth Vader vorbeigeflogen. Der Typi. Bin ja alles ich im Grunde genommen, ne? Oder alles Klone von Starkiller. Und halt auch so unvollständig. Und das finde ich halt übel creepy gruselig, wie die so unfertig irgendwo in veränderter Form aussehen. Oh, das war knapp. Finde ich echt gruselig. Ich stelle mir ja vor, wie die Klone ausgesehen hätten, wenn die unfertig gewesen wären. Hätte bestimmt auch mega creepy ausgesehen. Ja, es wird so langsam. Schau doch mal. Ich will nicht immer dein Meister sein. So langsam wie jetzt. Ich habe rechtzeitig eigentlich gedrückt. Warum hat er das denn jetzt nicht angenommen? Okay, also ich glaube, hier bin ich tatsächlich noch nicht gewesen. Aber der Kampf, der zieht sich auf jeden Fall schon, ne? Schon. Doch, Leute, ich erinnere mich. Das Ding stürzt ja ein. Jetzt erinnere ich mich. Mal gut, dass er das nochmal vorher warnt. Alle tot natürlich. Alle verreckt, weil sie nicht gerallt haben. Nicht, dass sie Ruhe dafür haben. Aber ich meine, ich hatte es gerade nicht mehr im Hinterkopf, muss ich ehrlich sagen, dass diese Plattform jetzt abkackt. Okay, bis hierhin waren wir und dann sind wir, dann müssen wir alles immer von vorne machen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Weil ich finde gerade, das dauert halt irgendwie gefühlte Ewigkeiten, bis ihr immer irgendwie einigermaßen Fortschritte erzielst. Weil Vader auch immer abblockt. Naja. Gut, aber immerhin haben wir diese Passage geschafft. Du bist kein Mann. Du bist ein Ding. Ein Experiment. Was bist du dann? Maschine. Als Anakin Skywalker hat er mir mehr gefallen. Du bist ein gescheitertes Experiment. Können gleich alle mal runtergehen. Oh, lol. Um Gottes Willen. Scheiße, ich bin gesprungen, aber dann ist... Mann, ey. Es ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, ist das scheiße. Das schneide ich raus. Also der Kampf ist, wenn ich das mal so sagen darf, der Kampf macht überhaupt gar keinen Spaß. Also, um das jetzt vielleicht nochmal vorweg zu sagen, ich glaube, das ist ein sehr, 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 sehr großer Kritikpunkt. Also, der Kampf ist meiner Meinung nach wirklich, wenn du verreckst, unter aller Sau. Der ist so langweilig. Also, bis dato war das Spiel echt in Ordnung, meiner Meinung nach, aber dieser Kampf gegen Darth Vader ist halt einfach unter aller Sau und macht überhaupt gar keinen Spaß. Nur mal so. So. Ich hoffe, es gibt einen Safe Point. Danach kam tatsächlich wirklich nicht mehr viel, also jetzt nach dieser zweiten Passage, die eingestürzt ist. Noch gleich rüber direkt und guck mal, was jetzt noch kommt. Okay, haut ab. Ich hinterher. Wo ist sie?
Juno. Oh, ui. Beuge dich. Oder sie stirbt. Moment, Moment! Ich gehorche euch, aber lasst sie gehen. Finde und töte, General Kota. Weigerst du dich, stirbt die Frau. Kehre zu mir zurück und gib dich der dunklen Seite hin. Widerstehst du, stirbt sie. Und nach deiner Ausbildung wirst du die Anführer der Rebellen jagen und eliminieren. Versagst du, stirbt sie. Alter, das ist eben sehr Erpresser. Sieht nicht schwert. Okay, ich glaube, sie ist gestorben. Also das sah nicht sehr gerade lebendig aus. Schon ein bisschen gruselig auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit offenem Mund bewusstlos bist, oder? I don't know. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Alter, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, Junge. Erhebe dich darüber. Sie bedeutet nichts. Das hast du einmal gemacht. Darth Vader. Ihr Tod verleiht dir Stärke. Nutze sie. Es endet jetzt! Wenn du der Frau folgen willst, meinetwegen. Boah, das hat geknallt. Guck mal, wie in Rage der ist. Darüber. Sie bedeutet nichts. Für einen Klon ist er echt gut ab, also. Der hat natürlich seine Stärke übernommen und alles, ne? Ja. Nicht schlecht, ne? Na, wer ist jetzt stärker? Sie hält dich nur auf. Alter, man muss auf jeden Fall auf diese Blitze aufpassen. Alter, der macht übel Schaden mit seinem scheiß fetten Dampfblitz. Geh mir nicht auf den Sack mit deinem Blitz. Sie hätte dich niemals geliebt. Ich werde euch jetzt töten. Ich sehe kein Knöpfchen zum Drücken. Ist es gewollt? Ich glaube ja, wa? Hallo, ist ja mal gut. Ich kann da gar nichts gegen machen, wenn der seine Blitze einsetzt. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen verarscht. Aber wie schnell er jetzt auf einmal geht, irgendwie... Irgendwo ist das ja schon lame, irgendwie. Weißt du, die erste Passage dauert übel lange. Die ist jetzt nicht unbedingt cooler. Auch ziemlich lame eigentlich. Und es geht voll fix jetzt irgendwie. Was soll ich zu sagen? Zweite Passage hier irgendwie gefühlt 2 Minuten und dann... Ja, keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Also, der Kampf gefällt mir überhaupt nicht irgendwie. Ist nicht spektakulär irgendwie. Hat irgendwie gar nichts. Was war das denn? Ah, okay. Mach mal, oder? Okay. Aber wir haben ihn gleich. Vielleicht sollte ich vielleicht blocken. Fällt mir gerade auf, also... Das wäre, denke ich mal, eine Option. Das macht er ja auch. Alter, Vader ist gleich tot. Aber besiegt. Er atmet schon ganz komisch.
Oh, Junge. Wenn ich jetzt was falsch mache, Alter, ne? Dann bin ich tot. Bin ich ein toter Mann. Sein Arm! Oha! Alter. Also die Filmsequenz, da kannst du nichts gegen sagen. Die Grafik ist auch total okay. Das ist okay, die Grafik ist echt geil. Aber so irgendwie, das Gameplay ist irgendwie für den Arsch. Muss auf Klo, merkt man das vielleicht? Alter, die Elektroleitung. Bringen wir es zu Ende, los! Yalla, mach hin. Sibi muss auf den Pott. Hallo? Hallo? Was denn nun? Eh. Das stand da noch nicht die ganze Zeit über, oder? Ja, nun machst du aber nicht... Nun machst du aber nicht spannend hier. Achso. Oh ja! Ja, erschlage ihn! Erschlage ihn! Den letzten Rest darf sogar... Darf ich ihn leider nicht persönlich geben? Scheint wohl so. Oh, Alter. Alter, ist geladen. Junge. Ich muss sofort auf den Pott, Leute. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren. Jetzt wurde er gegrillt. Oh ja, guck mal. Der Blitz wird aktiv verstärkt durch diese ganzen Leitungen. Alter, das muss ja richtig, wehtun. Er kriegt ja richtig volle Dröhnung ab, ey. Irgendwo tut mir Vader auch leid, jetzt in dem Moment. Der Arme eigentlich, ne? Guck mal, ist total irgendwie Kampf. Ne? Ist im Nachteil und irgendwie schon total angeschlagen, aber gut. Ihr habt mir einfach alles genommen! Deine Gefühle für sie sind nicht real. Für mich sind sie das! Halt! Ihr wollt ihn genauso tot sehen wie ich. Ja, aber noch nicht. Wir brauchen die Geheimnisse des Imperiums. Ihr wollt ihn gefangen nehmen? Und in einer geheimen Rebellenbasis befragen. Und wegen Verbrechen gegen die Republik vor Gericht stellen. Und dann exekutieren wir ihn, um der Galaxis zu zeigen, dass wir ihn nicht länger fürchten. Lass ich ihn leben. Verfolgt er mich ewig. Er ist der Einzige, der weiß, ob Starkiller überlebt hat. Tod kann er dir das nicht sagen. Jetzt hat sich das Spiel wieder aufgegangen. Es ist so ein schlechter Witz, Alter. Meine Güte. Das ist doch nicht. Oder? Ich wähle die... Es ist deine Bestimmung. Oh, ich weiß nicht, I don't know, ich muss pissen. Zu töten bringt sie auch nicht zurück. Ich wähle die helle Seite der Macht. Sorry, Leute, ich bin einfach gelieb. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Bock hätte, euch die dunkle Seite der Macht zu zeigen. Eigentlich müsste ich das machen, aber... Ich weiß nicht. Lebt sie noch? Sie lebt doch nicht mehr. Die ist doch gestorben. Die ist doch tot gewesen, Mann. Haben wir noch gesehen. Jetzt hat sie ihr Mund aber nicht mehr so offen. Ich kann sie leider nicht wiederbeleben. Tut mir leid. Ja. Es ist nicht deine Schuld. Das ist echt tragisch. Traurig. Ich hätte hier bleiben sollen. Die konnten sich nicht noch mal irgendwie ein paar Worte untereinander austauschen, so. Das ist immer hart, das ist immer extrem traurig, finde ich. Nee, sie lebt noch! Yay! Cool. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt noch lebt. Wobei Proxy ja gesagt hatte, die wäre tot. Komisch, aber vielleicht durch seine, ja, Energie. Wir sind am Leben.
Hat er die wieder zum Leben zurückgerufen? Ich muss pissen, Alter! Pisse aus meinem Arsch! Nein. Versaut gerade alles, ich bin ruhig. Leer. Cool. Wir schicken ein Dutzend kleine Frachter in alle Richtungen. Selbst wenn jemand erfährt, dass wir ihn haben, können sie ihm nicht folgen. Exzellent. Und die Sicherheitsleute? Es ist alles vorbereitet, Euer Hoheit. Alter, was hat ihn wünscht, wir kontaktieren euch, sobald wir Vader sicher auf Dantooine weggesperrt haben. Gut. Dies ist ein Wendepunkt für die Allianz. Ihr könnt stolz sein. Möge die Macht mit euch sein. Achso, nee, deswegen hat sie so einen Stuhl, weil es Proxy ist, weil es Proxy gewesen ist. Jetzt mach doch mal hin, ich streck doch nicht alles so in die Länge. Tut mir leid, Leute, also ich versau's gerade übel, aber ich muss so dringend auf Toilette. Ich will's aber irgendwie nicht jetzt rausschneiden. Da ist er, guck mal an. Ich ließ euch leben. Ihr nanntet mich einen Klon. Aber ich verschonte euch. Boah, ich werde gleich zum Darth Vader. Vielleicht recht. Und es war nur ein Trick, um mich vergessen zu lassen. Wer ich wirklich bin, damit ich wieder euer Sklave werde. Wie dem auch sei. Ich ließ euch leben. Ich habe eure Macht über mich gebrochen. Solange sie lebt, werde ich dich immer kontrollieren. Da ist was dran. Das ist wohl wahr, weil er kann ihn immer und immer wieder damit erpressen. Und gleich geben wir es in die Hose, ey. Manometer! Ich kann die Kamera eigentlich rausschneiden und es einfach so laufen lassen, aber ich möchte auch nichts verpassen. Happy End. Vielleicht müsste es aber vorbei sein. Jetzt kommt gleich das... Lichtgeschwindigkeit. Gleich kommt gleich das Ende. Gleich müsste das Ende kommen. Gleich kommen die Credits, mit Sicherheit. Oder? Was hat das denn jetzt damit auf sich? Oha! Ja. Ist vorbei. Gut. Leute, ich bin gleich wieder da. Also Leute, so, wie fand ich denn dieses Spiel? Auf jeden Fall, ich würde einfach mal aus dem Bauchgefühl her sagen, dass ich Teil 1 wirklich besser fand. Dieses Spiel war grafisch vielleicht besser, aber vom Gameplay her irgendwie... Man hatte ein paar neue Fähigkeiten, ja, das war vielleicht ganz cool. Die einzelnen Fights waren halt wie bei Teil 1, die Bosse, die es irgendwie teilweise gab. Der Gorok, der war vielleicht ganz cool. Der Endkampf gegen Darth Vader war eigentlich scheiße. Ja, die Fähigkeiten, die man hatte, waren ganz cool. Das Spiel war vielleicht ein bisschen zu kurz. Aber allen in ja, weiß ich nicht, ansonsten war es echt cool. Auch von den Filmsequenzen her alles wieder sehr schön, so wie man es kennt. Und eigentlich ein ganz, ganz gutes Spiel. Also kann man auf jeden Fall mal spielen. Ich habe es jetzt nicht bereut, ne? Man hat alte Bekannte wieder gesehen, alte Gesichter. Vielleicht auch ganz cool, ne, wenn man Teil 1 gespielt hat. Und ja, ansonsten, wie gesagt,
bisschen schlechter als Teil 1. Joa, aber trotzdem kein schlechtes Spiel. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Es war schon ganz gut eigentlich. Und ja, ich gehe direkt mal zurück. Und wir könnten jetzt rein theoretisch Herausforderungen machen. Aber da scheiße ich jetzt einfach mal drauf. Wir gucken uns mal die Extras an. Filme, Datenbank. Joa. Naja. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns, wie gesagt, dann beim nächsten Let's Play wieder. Und ich möchte mich auch nochmal dafür entschuldigen, dass ich jetzt so dringend auf Toilette musste. Aber es ging einfach gar nicht. Das nächste Mal stehe ich mir irgendwie einen Eimer hin oder so. Keine Ahnung. Ja, Leute. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen.